Ja, an diesem Tag zwischen Regen und Sonne, jetzt mit der Sonne mussten wir abdunkeln, weil es gab ja doch immer Lichtprobleme und Luftprobleme in diesem Raum, grüße ich Sie ganz herzlich zu dem heutigen Vortrag von Herrn Kalicki. Herr Kalicki ist Abteilungsleiter im Deutschen Jugendinstitut und dort zuständig für den Bereich Kindertagesbetreuung. Man muss dazu sagen, wenn man beim Deutschen Jugendinstitut von einer Abteilung spricht, dann spricht man von einer Abteilung, die größer ist als die meisten Institute, die sich in diesem Bereich tunneln. Es ist also ein riesiges Institut, das Deutsche Jugendinstitut, und wahrscheinlich die Kindertagesbetreuung auch die größte Abteilung. Herr Kalicki spricht jetzt über eine Studie, die Lübeck-Studie, die auch vor 2 Wochen nicht nur bei dpa, sondern durch den ganzen Blätterwald in Deutschland gegangen ist. Frau Keller ist an dieser Studie auch beteiligt. Sie hören jetzt also brandneue Ergebnisse. Lauschen Sie gut hin, merken Sie sich die Fragen, die Sie haben. Bei so einer Studie ist ja alles wichtig, nicht nur das Ergebnis, sondern auch, wie man zu diesen Ergebnissen überhaupt gekommen ist. Für Wissenschaftler ist das vielleicht sogar noch die wichtigere Frage. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und Herrn Kalicki nochmal herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, danke schön, Herr Hoffmann. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, heute im Rahmen der Ringvorlesung zu sprechen. Ich habe einen ehrgeizigen Titel gewählt: Der Einfluss von Bildungs- und Betreuungsformen auf Bildungsprozesse von Kindern. Wir werden sehen, inwieweit die Daten, die ich Ihnen vorstelle, geeignet sind, tatsächlich den Einfluss von früher Bildung, Betreuung und Erziehung auf kindliche Entwicklung abzubilden und zu erhellen. Ich will Ihnen vorstellen die Ergebnisse, erste zentrale Ergebnisse dieser Lübeck-Studie. Das ist ein großes Forschungsprojekt, an dem viele Kolleginnen und Kollegen beteiligt sind, an unterschiedlichen Standorten. Es ist ein Forschungsprojekt, das ganz unterschiedliche Fragestellungen aufgreift. Insofern wird mein Vortrag keinen kompletten Überblick geben über die Daten, die wir ausgewertet haben, auch keinen kompletten Überblick über das Analysepotenzial dieser Studie. Mein Ziel ist es, Ihnen die Studie näher zu führen mit ersten Ergebnissen, aber auch den Kontext der Studie und die Begründung, warum wir jetzt ein Interesse haben an diesen frühen Lernprozessen und den frühen unterschiedlichen Betreuungsformen, das nachvollziehbar zu machen. Ich habe folgenden Aufbau meines Vortrags. Zunächst will ich kurz den Kontext beleuchten, der die Forschergruppe dazu geführt hat, die Lübeck-Studie zu konzipieren. Ich will dann die Fragestellungen im Einzelnen auflisten und auch deutlich machen, worauf ich mich heute konzentriere. Wichtig natürlich immer nicht nur, was kommt da raus, was sind die Aussagen, sondern wie kommen wir eigentlich, wenn wir sozialwissenschaftlich, wenn wir pädagogisch forschen, zu unseren Ergebnissen. Den Punkt der Stichprobencharakterisierung habe ich etwas breiter gefasst, da aufgrund der Konzeption der Anlage der Studie wir immer schauen müssen, was ist tatsächlich verallgemeinerbar, was ist generalisierbar und was sind stark stichprobenabhängige Ergebnisse. Und in diesem Teil will ich das verdeutlichen. Ein zentraler Befund befasst sich mit der Qualität in unterschiedlichen Betreuungssettings. Das ist der, der auch von den Medien, von der Politik stark aufgegriffen wurde in den letzten 2 Wochen. Und in dem 6. Punkt geht es dann um die Beziehungen, wenn wir kindliche Entwicklungsmaße vorhersagen, die Beziehung zu Merkmalen unterschiedlicher Betreuungsformen. In dem letzten Kapitel will ich die Studie wissenschaftlich diskutieren. Wo sind die Stärken, wo sind Schwächen, wo müssen wir Aussagen relativieren, wo sind Anschlussfragen? Wir haben einige praktische Schlussfolgerungen gezogen aus der Studie, von denen ich auszugsweise einige auch vorstellen und zur Diskussion stellen will. Und ich will einen Ausblick wagen auf das, was wir auch in der Lübeck-Studie, in dieser Studiengruppe noch an Auswertungen vorhaben, das, was möglich ist
auch nochmal das Potenzial dieser Studie beleuchten. Schon 1992 im Kinder- und Jugendhilfegesetz ist zu lesen, dass die zentralen Aufgaben der Kindertagesbetreuung eine Trias sind, nämlich Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern. Diese verschiedenen Facetten, diese verschiedenen Aufträge und Funktionen der Kindertagesbetreuung rücken unterschiedlich stark ins Bewusstsein, in die Medien, haben unterschiedliche Kulturen. Ich will mal beleuchten, das Thema der Bildung wird aktuell sehr stark diskutiert vor dem Hintergrund von Erkenntnissen, die zeigen, dass die Lernpotenziale in den ersten Lebensjahren enorm sind. Kleine Kinder in den ersten Lebensjahren lernen offenbar mühelos, sie lernen sehr viel, sehr schnell und das ohne, dass sie sich anstrengen, ohne dass wir sie zwingen müssen und Lerngelegenheiten inszenieren müssten. Als ich mit meiner dreijährigen, vierjährigen Tochter Memory gespielt habe, hatte ich keine Chance zu gewinnen. Wenn sie in Kontakt sind mit kleinen Kindern, wie schnell die Reime aufgreifen, wie schnell die etwas auswendig wissen, das ist faszinierend. Die Bildungsökonomen betonen die Bedeutung des Humankapitals für die Wissensgesellschaft. Es sind andere Argumentationslinien, die sagen, wir müssen investieren in Bildung und auch in frühe Bildung, denn das ist es, was uns die Zukunft sichert und was unsere Gesellschaft auch voranbringt. Und schließlich, die empirische Bildungsforschung zeigt uns, dass wir systematisch bestimmte Bevölkerungsgruppen, bestimmte Familien, bestimmte Kinder benachteiligen. Das gilt für das Schulsystem, da haben die international vergleichenden Studien uns die Augen geöffnet. Und es ist die Forderung, der Anspruch entstanden, vor der Einschulung bereits Chancengerechtigkeit herzustellen und es anzustreben, dass alle Kinder möglichst die gleich gute Lernausgangschancen haben bei der Einschulung. Der Betreuungsaspekt. Wenn wir uns anschauen, den Ausbau des Betreuungssystems aktuell, die Einführung des Rechtsanspruchs auf eine Tagesbetreuung ab dem ersten Lebensjahr, dann sehen wir, das wird getrieben von der großen Vereinbarkeitsthematik. Die Vereinbarung von Familienaufgaben und beruflichen Aufgaben ist eine, die letztlich, das zeigen die familienpsychologischen Studien, eine, die so in die einzelnen Familien zurückgeworfen wird. Es bleibt dann der Aushandlung für das individuelle Elternpaar dem überlassen, zu schauen, wie sie diese Vereinbarkeitsproblematik hinbekommen. Und da hat unsere Gesellschaft gelernt, sie sieht, junge Familien, insbesondere Mütter, sind angewiesen auf eine gute Betreuungsinfrastruktur, damit diese beiden Rollen, nämlich Mutter zu sein, Vater zu sein und erwerbstätig zu sein, miteinander kombiniert werden können. Der quantitative Ausbau, ich habe ihn angesprochen, ab August nächsten Jahres wird der Rechtsanspruch greifen. Wir sehen einen dynamischen Ausbau. Und das ist auch der Hintergrund, eine Folie, vor der wir die Nubeck-Studie sehen müssen. Gleichzeitig gewinnen neue Betreuungsformen an Bedeutung. Ganz relevant ist das bei der Tagesbetreuung, bei der Tagespflege. Es gibt die Absprache, dass etwa ein Drittel der neu zu schaffenden Plätze von der Tagespflege abgedeckt sein sollen. So die Vereinbarung auf dem Krippengipfel. Erziehung. Dieser Begriff taucht in der kindheitspädagogischen, in der frühpädagogischen Diskussion nicht so häufig auf. Er ist ein bisschen aus der Mode geraten. Was wir in jedem Fall aufgreifen können, was wir als Erkenntnisbestand haben, ist die Bedeutung von Erziehungs- und Sozialisationsprozessen. Damit ist gemeint, nicht nur die Schulvorbereitung in einem engeren Sinne, nicht nur
das Lernen mit Blick auf einzelne Bildungsdomänen, Entwicklungsdomänen, wie sie gerade auch die frühpädagogischen Curricula benennen, sondern es geht darum, wie gelingt es eigentlich, aus kleinen Kindern Personen zu machen, Persönlichkeiten, die sich integrieren in die Gesellschaft, die Handlungswissen haben, um zu kommunizieren, um ja, sich zu koordinieren mit anderen. Auch immer mitgedacht bei der Erziehung, die Werteerziehung, die Frage, welche normativen Orientierungen werden transportiert. Aktuell nehmen wir sehr stark auf die unterschiedlichen Kulturen des Erziehens, einen Aspekt, den wir in der Nubeck-Studie auch vertiefen wollten. Wir haben innerhalb der Gesellschaft unterschiedliche Kulturen des Aufwachsens, Bildungsbürgertum. In so einer Familie wächst man anders auf, auch als Kleinkind, als in einer Arbeiterfamilie. Und migrationsbedingt haben wir auch die Begegnung von unterschiedlichen Kulturen, Kulturen, die auch weiterleben jetzt in dem Zielland. Und im Betreuungssystem, frühkindlichen Bildungssystem, müssen wir uns mit dieser Frage auch beschäftigen. Ein dritter Punkt, es gilt in der Jugendhilfe für das System der Kindertagesbetreuung der Erziehungsprimat der Eltern. Das heißt, Eltern haben eine sehr starke Rolle, eine wichtige Rolle. Das wird gestützt durch den Befund, dass Merkmale der Familie den dominierenden Einfluss haben auf die kindliche Entwicklung. Es zeigt sich dann aber auch darin, dass durch das Wunsch- und Wahlrecht von Eltern, welche Betreuungsform, welche Einrichtung wählt das Kind, dass hier durch dieses Wunsch- und Wahlrecht Merkmale der Familie wieder durchschlagen auf die Erfahrungswelt des Kindes und auf seine Lerngelegenheiten. Ich bleibe bei den aktuellen Entwicklungen. Wir haben ganz unterschiedliche Betreuungsformen. Klassisch und traditionell der Kindergarten, also die Form einer recht altershomogenen Gruppe von 3- bis 6-Jährigen. Wir haben die Kinderkrippe, die klassische, als eine recht altershomogene Gruppe von betreuten Kindern im Altersbereich von 0 bis 3 Jahren, wobei wir kaum unter Einjährige finden, in Ost- und Westdeutschland. Es gibt also eine Kultur, wir sprechen von den unter 3-Jährigen, eigentlich so Bewegung kommt rein nach dem ersten Lebensjahr des Kindes. Wir haben die Kindertagespflege als eine eigene Form, die eine eigene Tradition hat. Sie entstand so aus der Mütterbewegung, eher Selbsthilfe von Müttern, die Mütterzentren gründen. Und es ist eine neue Entwicklung, dass die Kindertagespflege als integraler, systematischer Bestandteil unseres Systems der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung gesehen wird und auch in den Blick gerät. Wir haben den Hort als Form der Betreuung von Schulkindern und wir haben eine Entwicklung beim Ganztag. Schule verändert sich und es gibt die Ganztagsbetreuung von Kindern. Wir finden neue Einrichtungs- und Betreuungsformate. Mit der Nubeck-Studie konzentrieren wir uns auf die ersten 4 hier aufgeführten Formen von Betreuung, also institutionelle Betreuung, Kindergarten, Krippen und altersgemischten Settings und die Kindertagespflege, ergänzt um die Betreuung in der Familie. Schauen wir uns den Ausbau des Betreuungssystems an. Ich weiß nicht, ob die Zahlen gut lesbar sind. Das ist, sind jetzt in der Mitte für Westdeutschland die Quoten unter 3-Jährige und rechts für Ostdeutschland. Und wir sehen im Zeitraum von 2006 bis 2010, März 2010 ist immer der Stichtag, einen Anstieg der Quoten von 8% auf 17%, also 9% Anstieg in den Betreuungsquoten. Und es ist keineswegs so, dass in Ostdeutschland es eine Stagnation gäbe. Wenn wir uns die Betreuungsquoten ansehen, finden wir auch einen Anstieg um 8%. Das heißt, dieses System, dieses Praxisfeld erlebt gerade eine erhebliche Dynamik. Wenn wir Informationen sammeln über dieses System der Kindertagesbetreuung, um es zu steuern,
dann können wir, oder wenn wir dieses System steuern wollen, können wir ganz unterschiedlich herangehen. Prinzipiell lassen sich zwei Strategien unterscheiden, nämlich einmal die sogenannte Input-Steuerung. Damit ist gemeint, dass wir dem System bessere, verstärkte Ressourcen zukommen lassen. Was wären Beispiele für solche Steigerungen der Ressourcen? Wir können fordern, dass Kindertageseinrichtungen eine pädagogische Konzeption aufweisen. Damit ist die Annahme verbunden, dass die Arbeit weniger beliebig geschieht, dass es eine gemeinsame Orientierung gibt auf ein pädagogisches Konzept, auf Schwerpunkte in der Arbeit oder auch auf Methodik und Didaktik. Politik kann Gruppengrößen definieren oder den Personalschlüssel verbessern. Wir können die Qualifikation von Erzieherinnen verbessern, indem wir zum Beispiel sie akademisch ausbilden. Wir können Bildungspläne formulieren für die pädagogische Arbeit. Und das sind ja alles recht frische Instrumente und Maßnahmen. Aber wenn wir uns das nochmal anschauen, sehen wir, das bleibt eigentlich dabei, Veränderungen einzuführen und zu hoffen und zu vermuten, dass dies seine Wirkung entfalten wird. Eine andere Strategie ist die Output-Steuerung. Damit ist gemeint die Überprüfung der Ergebnisse, die ein System hervorbringt. Und wenn wir uns anschauen, was möglich ist, zum Beispiel für eine Kindertageseinrichtung oder auf einer größeren Ebene für das System der Kindertageseinrichtung, dann kann man sich anschauen, ist die Kita ausgelastet? Und das ist eine Rückmeldung, findet unser Angebot Anklang bei Eltern? Kann sich anschauen, wie ist die Personalfluktuation. Das wird, kann man lesen mit Blick auf die Leitung, auf das Teamklima. Und Träger sind gut beraten, für ihre Einrichtungen solche Fragen zu stellen und das im Blick zu haben. Was wir recht häufig haben in der Steuerung, auch im Qualitätsmanagement von Kitas, sind Elternbefragungen. Befragen nach der Zufriedenheit, nach den Erwartungen, aber auch nach der Beurteilung der pädagogischen Arbeit, des Angebots. Was wir dringend brauchen, aber kaum haben, sind Informationen über Entwicklungsergebnisse der Kinder. So, aufschlussreichsten wären ja Informationen, die sagen, okay, inwieweit haben wir jetzt Bildungseffekte, Sozialisationseffekte, die wir uns wünschen. Hier knüpft die Nubeck-Studie an. Und die Nubeck-Studie hat ein recht prominentes Vorbild, nämlich die sogenannte Study of Early Child Care and Youth Development. Diesen Titel haben Sie vielleicht noch nie gehört. Übersetzt heißt es die Studie zur Betreuung in der frühen Kindheit und zur Entwicklung im Jugendalter. Da wird schon deutlich, das ist eine Längsschnittstudie. Wir haben tatsächlich mit einer Geburtskohorte begonnen, Kinder untersucht in ihren Betreuungsverläufen und verfolgt. 15 Jahre lief das, an Daten von 15-Jährigen. Den Titel, den Sie kennen, der lautet NICHD-Studie. Die Kernfrage dieser Untersuchung lautete, was sind eigentlich die Effekte unterschiedlicher Betreuungsarrangements auf die kindliche Entwicklung? Und kindliche Entwicklung wurde differenziert in soziale Entwicklung, in emotionale Entwicklung, kognitive Entwicklung und in die Gesundheit, Gesundheitsverlauf der Kinder. Dazu war man bei dieser Studie interessiert an Betreuungsarrangements, hier recht strikt nicht mütterliche Betreuungsarrangements. In der Nubeck-Studie haben wir das etwas laxer gefasst und geschaut, was sind außerfamiliäre oder nicht elterliche Betreuungsformen. Die Nubeck-Studie war interessiert an den verschiedenen Formen der Betreuung, der Stabilität und der Veränderung und am Umfang dieser Betreuung und an der Qualität. Das sind wichtige Fragestellungen, die wir in der Nubeck-Studie aufgegriffen haben. Man kann sagen, wir haben in Teilen eine Replikation, eine Wiederholung der NICHD-Studie versucht oder uns doch daran angelehnt. Ziel dieser Studie war es,
die demografischen und familiären Determinanten, Einflussfaktoren auf die Betreuungsmuster zu identifizieren. Welche Familien wählen welche Betreuungsform, in welchem Umfang? Und auch die NSCHD-Studie hat es sehr sauber herausgearbeitet. Sie wollte die Verknüpfungen zwischen Betreuungserfahrungen und kindlicher Entwicklung aufspüren und erhellen. Die NSCHD-Studie hat eine recht breite Definition von Tagesbetreuung. Es gilt als Tagesbetreuung jede regelmäßige Form der nicht mütterlichen Betreuung dort im Umfang von mindestens 10 Stunden pro Woche. Daran haben wir uns angelehnt, auch um eine Vergleichbarkeit der Studie herzustellen. Und die NUEC-Studie hat uns vorgemacht, wie man Art, Umfang und Qualität möglichst differenziert erfasst mit unterschiedlichen Maßen und eben auch Hintergrundvariablen, die eben bei der kausalen Deutung mit reinwirken und zu berücksichtigen sind, wie man die auch möglichst systematisch mit abgreift. Schon die NICH-Studie hat ganz unterschiedliche Entwicklungsbereiche betrachtet, einerseits Kompetenzen und andererseits auch die Kehrseite Problemverhalten von Kindern. Diese NICH-Studie ist eine Längsschnittstudie, eine prospektive Längsschnittstudie, die mit initial gut 1300 Familien gestartet ist. Hier eines der theoretischen Rahmenmodelle der NICHD-Studie. Es ist ein Modell zu den Zusammenhängen zwischen der Qualität frühkindlicher Betreuung und der kindlichen Entwicklung. Was Sie unten sehen, sind Merkmale des außerfamiliären Betreuungssettings, nämlich unten links Merkmale der Struktur, der Strukturqualität. Es wird angenommen, dass diese Strukturmerkmale Auswirkungen haben auf die Prozessqualität in der Betreuung und Bildung von Kindern, die wiederum sich dann auswirkt auf die kindliche Entwicklung. Und wir sehen oben abgetragen Merkmale der Familie, Strukturmerkmale und Prozessmerkmale. Und die Annahme ist es, dass es die Strukturmerkmale der Familie sind, die einen Einfluss haben auf die Strukturmerkmale im außerfamiliären Setting und weiterwirken über die Prozessqualität in der Familie und über die Prozessqualität in dem außerfamiliären Setting. Das ist ein Rahmenmodell, das wir auch beispielsweise überprüfen oder aufgreifen in unseren theoretischen Überlegungen. Die Fragestellung der NUBEC-Studie. Zunächst mal interessiert uns Kinder, aus welchen Familien finden wir in den verschiedenen öffentlich geförderten Betreuungsformen. Wir wollen beschreiben, welche Betreuungsarrangements werden realisiert. Wie ist die Qualität in den verschiedenen Betreuungssettings? Dann, welche Zusammenhänge finden sich zwischen Art, Umfang und Qualität der Betreuung einerseits und kindlicher Entwicklung andererseits? Und wir haben eigens nochmal aufgegriffen, verfeinerte Analysen und die systematische Betrachtung zweier Einwanderungsgruppen, nämlich von Kindern und Familien mit türkischem oder russischem Migrationshintergrund. Da haben wir uns konzentriert auf diese beiden größten Einwanderungsgruppen in Deutschland. Ein Hintergrund war das ökopsychologische Entwicklungsmodell nach Uri Bronfenbrenner. Bronfenbrenner sagt, kindliche Entwicklung wird durch soziale Kontexte, soziale Umwelten direkt und vermittelt beeinflusst, unmittelbar und stark in der frühen Kindheit durch die Mikrosysteme, das ist die Familie. Dann recht früh das Betreuungssetting, Krippe, Kindergarten, Au-pair, wer immer dort wirkt. Exosysteme wirken auf die kindliche Entwicklung, also Merkmale des Arbeitsplatzes, überhaupt das Erwerbsmuster, das Elterliche, auch Qualitätsmerkmale, Strukturmerkmale in der Tradition von Kohn, der elterlichen Arbeitssituation, der Anforderungen wirken sich über
Erziehungsziele, Erziehungsstile aus. Und auch das Makrosystem hat einen Einfluss auf kindliche Entwicklung. Damit ist gemeint der kulturelle Kontext. Und auch das wollen wir abbilden, untersuchen wir in der Nubeck-Studie, indem wir uns die Sozialräume anschauen, in denen Kinder aufwachsen, das Stadtviertel. Und wir haben die kulturellen Hintergründe, die Familien mit ihren familiären Traditionen und familiären kulturellen Hintergründen mitbringen, auch systematisch berücksichtigt in der Nubeck-Studie. Dies ist unser theoretisches Rahmenmodell, das die Erhebung, die Datenanalyse, die Dateninterpretation leitet. Auch hier finden Sie unterschiedliche Qualitätsfacetten, nämlich einmal links oben die Orientierungsqualität. Damit ist gemeint Erziehungsziele, normative Orientierungen von Eltern, die das erzieherische Handeln oder auch die Wahl von Betreuungsformen leiten. Strukturqualität. Damit ist gemeint für die Einrichtung, Gruppengröße, Erzieher-Kind-Schlüssel, Zusammensetzung der Kindergruppe. Wir haben Merkmale der Prozessqualität. Damit meinen wir die Interaktion, die Qualität der Interaktion, insbesondere von erwachsenen Erziehern, von Eltern, von Betreuungspersonen mit dem Kind, aber auch der Anregungsgehalt von Aktivitäten. Und diese verschiedenen Facetten betrachten wir sowohl im außerfamiliären Setting, sprich in der Kita, wie in der Familie. Wir haben also mit der Nubeck-Studie den Versuch unternommen, das knirscht manchmal ein bisschen, dieses Qualitätsmodell zu übertragen, auch auf die Familie. Das heißt, auch in der Familie schauen wir, was sind neben den Orientierungen, Erziehungszielen, Erziehungsauffassungen, Überzeugungen von Eltern, die man ja auch bei Erzieherinnen im außerfamiliären Setting abbilden kann. Was sind Strukturmerkmale in der Familie? Was sind Merkmale der Prozessqualität? Innerhalb der familienpsychologischen Forschung würden wir andere Begriffe wählen, aber wir haben dieses Paradigma, dieses Rahmenkonzept mal genutzt, das Zusammenwirken beider Betreuungsorte, Betreuungsumwelten, Lernumwelten zu analysieren. Und wir haben ein bisschen sparsam auch die Vernetzung, die Abstimmung dieser beiden Lernorte, Familie und außerfamiliäres Betreuungssetting. Ganz rechts, bei den Kriteriumsvariablen, bei dem, was wir dann als eigentlichen Untersuchungsgegenstand mit in den Blick nehmen, haben wir einerseits die kindliche Entwicklung, unterschieden in verschiedene Bereiche, Domänen, Maße. Und die Familie auch, die Rückwirkung auf die Familie. Spätestens jetzt will ich klar machen, dass nicht ich allein für die Nubeck-Studie stehe. Wir sind ein Verbund von Studienpartnerinnen, Studienpartnern. Eine multizentrische Studie, verteilt über ganz Deutschland. Beteiligt ist PETQUIS, ein Institut der FU Berlin, mit dem Kollegen Tietze, das Deutsche Jugendinstitut, aus dem ich jetzt komme. Die Kolleginnen und Kollegen von der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie in Kandern, Gabriele Haug-Schnabel und Joachim Benzel. An der Uni Bochum Birgit Leyendecker, hier am NIFBE-Institut Heidi Keller mit der Kollegin Paula Döge. Dann in München das Staatsinstitut für Frühpädagogik mit Fabienne Becker-Stoll und ihrem Team. Und als assoziiertes Mitglied des SÖP, vertreten bei uns auch in den Beratungen durch Katharina Spieß. Unsere Nubeck-Studie ist kofinanziert durch einige Bundesländer, nämlich Bayern, Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Und dann haben wir große Mittelgeber, das Bundesfamilienministerium, die Jacobs Foundation und die Robert-Bosch-Stiftung. Zum Erhebungsansatz. Welche Kinder, welche Familien haben wir untersucht? Und welche Maße haben wir eingesetzt? Zunächst mal, die Nubeck-Studie ist eine Querschnittstudie. Das heißt, die jetzt verfügbaren Daten wurden einmalig erhoben zu einem Alterszeitpunkt des Kindes.
Und wenn wir Ursache-Wirkungszusammenhänge untersuchen, sagen uns die, insbesondere die Naturwissenschaftler haben es uns vorgemacht, macht doch so eine systematische Variation von Bedingungen, sprich die einen Kinder wachsen in der Tagespflege auf, die anderen werden betreut in einer Krippe. Und wenn ihr tatsächlich was über die Wirkungen erfahren wollt, dann verteilt die Kinder nach Zufall unter diesen Bedingungen. Das tun wir nicht, wollen wir eigentlich auch nicht, auch wenn das Forscherherz sagt, so macht man es, wenn es nach der reinen Methodenlehre ist. Das heißt, wir haben ein quasi experimentelles Design. Wir unterscheiden unterschiedliche Betreuungsformen systematisch. Das tun wir auch, indem wir die Kinder und Familien, die teilnehmen, systematisch suchen und in Zellen stecken, Untersuchungszellen. Aber wir haben eben keine Randomisierung, keine Zufallszuweisung. Das hat Konsequenzen für die Interpretation der Ergebnisse. In unserer Studie haben wir 2-jährige und 4-jährige Kinder. Das heißt, 2-jährige, die so etwa 1,5 bis 3 Jahre alt waren, und 4-jährige, die gerade eben 4 oder kurz davor oder gut 4, fast 5 oder 5 Jahre alt sind. Wir haben uns konzentriert auf diese beiden Altersgruppen und wir haben unterschiedliche Betreuungsformen systematisch unterschieden, das bezogen nicht auf die Einrichtung, sind da 2-jährige oder 4-jährige, sondern bezogen auf den Erfahrungsraum des Kindes, auf die Gruppe. Wenn ich von Setting gesprochen habe, das heißt ja so, die Umgebung, die räumliche Umgebung, der direkte Erfahrungskontext, die Umwelt, dann meinen wir in der Nubeck-Studie die Gruppe. Wir haben altershomogene institutionelle Settings betrachtet, hier die Krippe, Krippengruppe und Kindergartengruppe. Wir haben altersgemischte institutionelle Settings, da sind 2-jährige und 4-jährige zusammen. Wir haben die Tagespflege, Kinder, die bei einer Tagesmutter, Tagespflegestelle betreut werden. Und wir haben natürlich bei allen diesen Kindern auch die familiäre Betreuung. Alle diese Kinder sind da nicht fremd untergebracht, sind auch familiär betreut. Aber wir haben eben eigens als Vergleich auch Kinder, die nicht regelmäßig 10 Stunden oder mehr pro Woche außerfamiliär betreut werden. Wir sprechen von den sogenannten reinen Familienkindern. Hat ja immer so Arbeitstitel in Projekten dann. Oder von der Familienbetreuung. Dann hat uns interessiert, wir wissen, dass Familien mit und Kinder mit Migrationshintergrund, und zwar mit spezifischen Migrationshintergründen, ja, systematisch benachteiligt werden. Nicht die gleichen Lern- und Bildungschancen haben. Das wollten wir aufgreifen, da sehen wir einen Erkenntnisbedarf und haben deshalb neben den Kindern, die keinen identifizierbaren Migrationshintergrund aufweisen, 2 Gruppen systematisch aufgenommen, nämlich solche, die einen türkischen Migrationshintergrund haben und solche, die einen russischen Migrationshintergrund haben. Das dazu, wen wir untersucht haben, wie kamen wir zu den Kindern. Wir haben eine repräsentative Auswahl zunächst mal von Jugendamtsbezirken oder Stadtbezirken in größeren Kommunen. Innerhalb dieser definierten und repräsentativ ausgewählten Bezirke rund um unsere Unis, um unsere Forschungsinstitute, haben wir diese institutionellen Settings nach Zufall ausgewählt. Das hat ganz gut geklappt. Bei den Tagespflegestellen wollten wir das auch. Das hat nicht so gut geklappt. Da mussten wir also gezielt nachgreifen. Das heißt, hier haben wir unter Umständen auch verzerrte Teilstichproben für die Tagespflegestellen. Klar ist, die Familien, die wir dann innerhalb der Tagespflegestellen, Kindertageseinrichtungen, Krippen, Kitas, Kindergärten gesucht haben und die mitmachen wollten, die haben das freiwillig getan. Das heißt, da gibt es immer eine Selbstselektion, auch keine reine Zufallsauswahl. Die Studie wurde durchgeführt, also die Erhebungen von März 2010 bis Januar 2011. Hier nochmal kurz unser Vorgehen, richtig eigentlich nur, wir kriegen eine Stichprobe von Zielkindern, nämlich solche, die außerfamilial betreut sind, und ganz rechts unten Kinder, die nicht in einer außerfamiliären Betreuung sind. Wir kriegen eine zweite Stichprobe, nämlich Settings. Wenn wir die Qualität beschreiben in verschiedenen Settings, dann bezieht sich das auf diese Setting-Stichprobe.
Hier sehen wir den Untersuchungsplan, Stichprobenplan und die realisierte Stichprobe. Ganz unten rechts, knapp 2000 Kinder haben teilgenommen. Gut 1200 zweijährige Kinder, gut 700 vierjährige Kinder. Wir sehen, dass die einzelnen Zellen leer sind. Wir finden im Kindergarten, das ist klar, keine Zweijährigen. Wir finden in der Tagespflege keine Vierjährigen. Wir finden auch in der Familienbetreuung keine vierjährigen Kinder mehr. Das zeigt uns schon die Kinder- und Jugendhilfestatistik, dass die Besuchsquoten bei Vierjährigen bei 95% liegen. Ein empirischer Befund ist schon, dass wir auch bei den Zweijährigen in Tagespflege Schwierigkeiten haben, Kinder mit diesen Migrationshintergründen zu finden. Das war ja ein bisschen überraschend. Wir mussten da auch pragmatisch mit umgehen. Erster empirischer Befund, dass die Kindertagespflege als Betreuungsform von diesen Familien gar nicht so genutzt wird. Ich hatte angesprochen, dass wir neben dieser Zielkind-Stichprobe auch eine Setting-Stichprobe haben. Die ist jetzt hier eingeblendet in dieser Spalte. Insgesamt haben wir 567 Settings, also rund 400 institutionelle Settings, sprich Gruppen in Einrichtungen oder Tagespflegestellen und 400 institutionelle Settings und 164 Tagespflege-Settings. So. Zu den Erhebungsformen ganz kurz. Wir haben unterschiedliche Informationsquellen, nämlich Mütter und Väter. Wir haben Erzieherinnen und Tagespflegepersonen. Wir haben geschulte Erheber, die auch Daten produziert haben, Einschätzungen vorgenommen haben. Wir haben mit allen Kindern und Familien ein Mütterinterview durchgeführt, Familien aufgesucht zu Hause. Wir haben für beide Elternteile Fragebögen, parallelisierte Fragebögen, wo wir Informationen abgegriffen haben. Wir haben während des Familienbesuchs die Qualität der Eltern-Kind-Mutter-Kind-Interaktion beobachtet und eingeschätzt. Und wir haben die Kinder getestet. Parallel gab es bei den außerfamiliär betreuten Kindern eine Erhebung in diesem Setting. Daher haben wir Beobachtungs- und Interviewdaten. Und vorher, als wir die Einrichtungen ausgesucht haben, hatten wir bei diesem Screening natürlich auch schon wichtige Strukturdaten, Hintergrunddaten zu dieser Art der Einrichtung und den Rahmendaten. Wichtig, wir haben nicht repräsentative Daten zu den Betreuungsformen und Betreuungsumfängen. Denn wir haben einen bestimmten Stichprobenplan, haben gesucht Kinder, die in Tagespflege sind, Kinder, die in Krippen sind. Wir sind nicht hingegangen und haben eine Zufallsauswahl der zweijährigen Kinder genommen und geschaut, in welcher Form sind sie betreut. Das heißt, unsere Daten zu den Betreuungsumfängen, den Betreuungsformen sind stark verzerrt durch unseren Stichprobenplan. Diese Daten müssen wir entsprechend lesen und können sie nicht verallgemeinern, generalisieren und sagen, das beschreibt jetzt die Bedingungen der Betreuung und des Aufwachsens von Kindern in Deutschland im Jahr 2010. Wir haben die Kinder nicht von Geburt an untersucht, anders als die NICHD-Studie. Deshalb haben wir zur Betreuungsgeschichte, zu dem, was in den ersten Lebensjahren war, nur retrospektive, rückblickende Informationen. Und das haben wir dann ausgewertet, vor allen Dingen für die Vierjährigen, von denen wir wissen, die sind alle zu diesem Zeitpunkt institutionell betreut. Da haben wir eine gewisse Vergleichbarkeit. Was die NICHD-Studie tun konnte, war, sowas wie eine Dosis zu berechnen. Wir stellen uns vor, das Kind wird in einem Monat oder in einer Woche in einem bestimmten Zeitkontingent außerfamiliär betreut. Und ja, könnte so ein Dosimeter mitführen und zählen oder aufaddieren, wie viel an außerfamiliärer Betreuungserfahrung hat denn das Kind, das vierjährige Kind schon. Das kann ja ganz unterschiedlich sein, denn der Eintritt in die außerfamiliäre Betreuung kann schwanken vom Alterszeitpunkt her, es kann Unterbrechungen geben und der Umfang der außerfamiliären Betreuung ist unterschiedlich. Wir kriegen das mit unserem Datensatz, weil wir querschnittlich rangehen, nur grob kalkuliert. Also auch das ist ein Schwachpunkt dieser Studie.
die Bedeutung oder die Implikation ist, dass was wir über Betreuungskonstellationen und Betreuungsverläufe sagen können, sollten wir lesen als nicht repräsentative Stichprobenbeschreibung. So, und hier einige Ergebnisse, die ich so in Spiegelstrichen Ihnen mitteilen will. Schon genannt, die Tagespflege wurde von Familien mit Migrationshintergrund so gut wie nicht genutzt. Zweitens finden wir, Familien mit russischem und insbesondere solche mit türkischem Migrationshintergrund nahmen in den ersten 3 Lebensjahren institutionelle Betreuung sowohl später in Anspruch, seltener in Anspruch und in geringerem Umfang verglichen mit Familien ohne Migrationshintergrund. Diese Unterschiede lassen sich jedoch insbesondere für die Familien, die aus der Türkei zugewandert sind, weithin erklären durch familiäre Hintergrundfaktoren. Das heißt, umgangssprachlich formuliert, die türkischen Familien ticken nicht anders. Es sind ähnliche Einflussfaktoren, die die Nutzung des Betreuungssystems prägen. Es sind Bildungshintergrund der Eltern, Erwerbsmuster der Eltern, normative Orientierungen der Eltern. Da unterscheiden sich in dieser Funktionsweise, in diesen Mechanismen der Entscheidung für unterschiedliche Betreuungsformen und für Zeitpunkt und Umfang, unterscheiden sich türkische Mütter, Väter nicht doll von solchen, die hier in Deutschland ihre Wurzeln haben. Es sind diese soziodemografischen, familienstrukturellen Merkmale, die das weiter erklären. Kommen wir zu dem Punkt der Qualität in verschiedenen Betreuungssettings. Wir haben die Qualität erfasst mit den von Wolfgang Tietze adaptierten amerikanischen Maßen, diesen Eckerskalen, die bei uns heißen die Kindergartenskala, KESS in der revidierten Form, und Varianten für die anderen Betreuungsformen, die Krippenskala und die Tagespflegeskala. Wir haben darüber hinaus die sogenannte Caregiver Interaction Scale als ein Ratingverfahren durch den Beobachter, durch unsere Erheberstäbe eingesetzt. Das erfasst die Qualität der Betreuer-, Erzieher-, Eltern-, Kind-Interaktion. Und wir haben einen Aktivitätsfragebogen, auch aus der Tietze-Gruppe von Tietze und Rosbach entwickelt, der Lernangebote, die praktiziert werden, erfasst. Hier eine erste Folie, ein erster Befund, der ja ein bisschen Furore gemacht hat. Wir finden die Verteilung dieser KESS-Skala in der revidierten Form, die dunklen Balken. Sie sehen unten auf der X-Achse die verschiedenen Skalenstufen der Prozessqualität von 1 bis 7. Das Verfahren ist geeicht, ist normiert. Wir sprechen bei Werten von 1 bis 2,5 etwa von einer unzureichenden Prozessqualität. Werte von 2,5, 3 bis unter 5 werden bezeichnet als Zone der mittleren Qualität und Werte von 5 und höher als gute bis ausgezeichnete Qualität. Das sind jetzt die relativen Häufigkeiten, also die Prozentwerte bezogen auf die Setting-Stichprobe. Und zwar hier Kindergarten und altersgemischte Gruppen, also dort, wo die vierjährigen Kinder sich tummeln in unserer Stichprobe. Und wir sehen, dass etwa 10%, 9,9% zusammengefasst unzureichende Qualität aufweisen. Das sind die kleinen schwarzen Balken unten links. Dass die Masse der Settings, institutionellen Gruppen, nur eine mittlere Qualität aufweist und gute bis ausgezeichnete Qualität finden wir nur in etwa 8% der Settings der Gruppen. Wie ist das zu deuten, wenn man es vergleicht mit Studien, Erhebungen, die Tietze vor 15 Jahren durchgeführt hat, sieht man keine große Verbesserung, ähnliche Verteilung. Das kann man lesen als Kritik, dass man sagen, wir reden so viel über Qualifizierung, wir reden so viel über
Maßnahmen, ich habe die Maßnahmen der Inputsteuerung erwähnt. Und wir sehen nicht, dass sich jetzt im Mittel in den untersuchten Betreuungsformen, Kindergärten hier, Kitas, die Qualität verbessert hätte. Umgekehrt kann man sagen, das System hat einen massiven Ausbau erlebt, das System der Kindertagesbetreuung. Also die Qualität ist auch nicht abgesackt in dieser Zeit. Die helleren Balken geben die Verteilung für eine Skala, die jetzt stärker die bildungsbezogene Prozessqualität abbildet, also Inhalte der frühpädagogischen Rahmencurricula. Da sehen wir anhand dieses Parameters, dieses Indikators, dass es deutlich schlechter noch bestellt ist um die pädagogische Prozessqualität. Zweite Folie, die Prozessqualität in der Krippe, wo wir unsere Zweijährigen hatten und untersucht haben, und in der Tagespflege. Da sehen wir im Prinzip eine ähnliche Verteilung, ganz überwiegendes Muster, mittlere Qualität, auch wenn es in den Medien etwas anders aufgegriffen wurde oder von den einen oder anderen Politikerinnen und Ministerien, auch in der Tagespflege keine gute Qualität. Aber wir sehen, dass die Tagespflege nicht schlechter abschneidet als die Krippengruppen. Bei der Interpretation müssen wir im Kopf haben, dass gerade die Tagespflegestellen nicht randomisiert gezogen wurden, dass wir da nicht so auf den Zufall setzen konnten. Als Zusammenfassung. Unsere Nubeck-Daten liefern diesen Befund, etwa 10% der außerfamiliären Settings bieten nur unzureichende Prozessqualität. Und nur 5-7% der außerfamiliären Settings bieten gute bis exzellente Qualität. Der zuletzt von mir genannte Punkt, über 50% der Kindergärten zeigen in den curriculumnahen Qualitätsmessungen mit der KSE-Skala unzureichende Qualität. Anderer Befund ist, dass altershomogene Gruppen in den KESS- und KRIPS-Maßen besser abschneiden als altersgemischte. Also dort, wo reine Gruppen waren mit Kindern im Kindergartenalter oder reine Gruppen mit Kindern im Krippenalter 0 bis 3, fanden wir mit unseren Erhebungen höhere Maße in der Prozessqualität als in jenen Gruppen, wo 2- und 4-Jährige gemeinsam betreut wurden. Wie ist das zu lesen? Eine erste naheliegende Interpretation wäre die, dass das Konzept der Altersmischung untauglich ist. Aber hier warnen wir davor, wenn wir uns anschauen, wie das System reagiert hat angesichts der Kinderzahlen, angesichts der Betreuungsbedarfe. Hier in Niedersachsen, ich kann mich erinnern, vor gut 10 Jahren hat die zuständige Referentin mir erzählt, es gab vor 10 Jahren die Strategie, Kindergärten zu öffnen für Zweijährige nach unten, um die Einrichtungen halten zu können. Da gab es eine Verordnung, die hat gesagt, pro Kindergartengruppe können 2 Kinder mit rein. Es braucht keine Veränderung im Personalschlüssel, denn die Kinderzahlen gingen zurück. Das ist eine Form der Altersmischung ohne jedes pädagogische Konzept. Und aktuell angesichts des Ausbaus, dieses rasanten Ausbaus und des Platzbedarfs, finden wir sehr häufig solche provisorischen Lösungen, dass Gruppen aufgefüllt werden. Wenn wir also Altersmischung messen nach unseren Kriterien, verbirgt sich dahinter nicht immer, nicht zwangsläufig, eine pädagogische Arbeit, bei der sich das Team entschieden hat, Altersmischung als pädagogisches Konzept zu realisieren. Dies zu diesem Befund. Kommen wir zu einer Kernfrage der NICHD-Studie, die wir in jedem Fall nicht so gut beantworten können durch die Anlage unserer Untersuchung, nämlich die Frage, welche Zusammenhänge, Sie merken, ich relativiere schon den Titel, welche Zusammenhänge gibt es zwischen Merkmalen der Betreuung, Betreuungserfahrung und kindlicher Entwicklung und Bildung. Wir haben diese Analysen durchgeführt jetzt für unseren Ergebnisbericht, für die Publikation.
mit einer Methode, die gewisse Stärken hat, aber deutlich auch an ihre Grenzen stößt, nämlich die Regressionsstatistik. Wir schauen uns an, Maße der Sprache und Kognition, hier den rezeptiven Wortschatz, das, was Kinder verstehen, mit dem Peabody Picture Vocabulary Test. Kinder sehen unterschiedliche Formen, Gegenstände, Figuren. Es wird ein Begriff benannt und sie müssen Hinweisen zeigen, was ist denn die Katze, was ist das Haus. Sie müssen das nicht produzieren, rezeptiver Wortschatz. Und wir haben beispielsweise hier einen Untertest aus dem HVIVA, Hamburg-Wechsler Intelligenztest, den Mosaiktest, wo Kinder Strukturen nachbilden. Da geht es um räumliche Vorstellungskraft. Ein sprachunabhängiger und damit auch kulturell fairerer Test. Sozial-emotionale Kompetenz, da haben wir für die Zweijährigen und Vierjährigen unterschiedliche Einschätzungen im Selbstreportverfahren der Erzieher und Eltern. Und wir haben Problemverhalten und Alltagsfertigkeiten einmal über eine Problemliste, Child Behavior Checklist, und über Skalen, die Vineland entwickelt hat, zu kindlichen Kompetenzen in verschiedenen Bereichen. So, jetzt werden Sie erschlagen mit dieser Tabelle der blockweisen Regression. Was wir oben in der ersten Zeile haben, ist hier für die Zweijährigen die verschiedenen Maße, Kriterien. Da steht in der ersten Spalte PPVT. Da wurden die Unterschiede, die wir messen bei Zweijährigen in ihrem rezeptiven Wortschatz, jetzt vorhergesagt, mit statistischer Methode erklärt oder zurückgeführt auf Unterschiede in anderen Maßen. Messungen zu einem Zeitpunkt finden eine Verteilung. Kinder, die da ganz doll sind, hohe Fähigkeiten haben im rezeptiven Wortschatz. Kinder, die weniger ausgeprägt diese Kompetenzen haben. Und wir wollen mit statistischen Methoden schauen, was sind denn die Einflussfaktoren oder die Verknüpfungen, welche anderen Größen können denn weisen systematische Beziehungen auf zu diesem Maß und können in diesem regressionsstatistischen Sinne zur Erklärung der Unterschiede bei den Kindern beitragen. Diese Regressionsanalysen sind stark beeinflusst von der Anordnung der Variablen, der Größen, die man einführt. Wir haben uns hier orientiert an diesem entwicklungspsychologischen Schalenmodell. Sie haben gesehen, das Kind in der Mitte, dann kam die Familie, kam das Betreuungssetting, Kita, dann kamen andere Einflussgrößen bis ganz außen die Kultur. Und das findet sich hier in dieser blockweisen Regression. Wir haben in der Mitte Merkmale des Kindes. Innerhalb der Zweijährigen weisen die Altersunterschiede auf. Also die sind genau 2,5 oder schon 3. Das sollte ja einen Unterschied machen, macht auch einen Unterschied mit Blick auf rezeptiven Wortschatz. Oder wir haben unterschiedliche Geschlechter, Jungen und Mädchen. Wir können hier zusammenfassend zeigen, wie groß ist der Einfluss dieser Merkmale für einzelne identifizierte Variablenblöcke, die links aufgeführt sind. Was wir ganz generell sehen ist, also wir haben als Maße rezeptiver Wortschatz, wir haben diesen Kognitionstest, wir haben dann die eingeschätzten Kompetenzen mit dieser in der dritten Spalte Vineland-Skala, Untertest kommunikatives Verhalten. Wir haben bei den Zweijährigen die sozial-emotionale Kompetenz, wir haben die Problemliste CBCL, allgemeine Kompetenzen und motorische Kompetenzen. Ohne in die Details zu gehen, zeigen diese Daten, dass der zweite Block, nämlich die Familie, am meisten an Erklärungskraft hat. Die Variablen, die wir hier haben, also Bildungsgrad der Eltern, Erwerbsmuster der Eltern, Orientierung der Eltern, erklären ja um die 30%, über 30% der Unterschiede, die wir finden in den kindlichen Maßen. Wir sehen, das ist der dominierende Einfluss. Die Merkmale der Betreuungssituation, also Gruppengröße, Qualifikation der Erzieherin, Erzieherin-Kind-Verhältnis, Personalschlüssel, zeigt hier bei den Zweijährigen kaum einen Einfluss, trägt kaum zur Erklärung bei.
Institutionelle Setting, Verzeihung, das waren diese Strukturmerkmale. Betreuungssituation ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Formen, die wir haben. Also altersgemischt, altershomogen, familiäre Betreuung. Die Region und Migration. Zusammengefasst zeigen diese Ergebnisse einen dominierenden Einfluss der Familie auf kindliche Entwicklung und recht schwache Einflüsse des außerfamiliären institutionellen Settings auf die kindliche Entwicklung. Bei den Vierjährigen sieht das etwas anders aus. Auch da haben wir erstmal etwas stärkere Einflüsse der Kindmerkmale. Wir müssen wissen, dass da auch die Altersunterschiede größer sind in dieser Gruppe. Familie behält auch hier in dieser Altersgruppe den starken Einfluss. An die 30% Varianzaufklärung durch diese, also Erklärung der Unterschiede in den kindlichen Maßen durch Merkmale der Familie. Keinen systematischen Einfluss der Betreuungsform. Und hier kommen zum Tragen Merkmale des institutionellen Settings, also Qualitätsmerkmale. Auch die Frage, in welchem Alter das Kind in die institutionelle Betreuung kam. Auch hier sehen wir, dass die Migration, diese Variable, nach Kontrolle der vorangegangenen Größen kaum einen Erklärungswert hat, gerade dann, wenn wir absehen von diesem Sprachmaß, was in der ersten Spalte ist. Kurz nochmal vertextet, zusammengefasst, die größte Varianzaufklärung geschieht durch die familiären Merkmale. Betreuungssituation, Betreuungsgeschichte und außerfamiliäre Betreuung tragen vergleichsweise wenig zur Aufklärung, zur Erklärung dieser Unterschiede bei. Die Kompetenzen im rezeptiven Wortschatz in Deutsch werden erwartungsgemäß stark vorhergesagt durch den Migrationshintergrund. Hier müssen wir immer im Kopf halten, dass wir strukturell, tendenziell da ein bisschen unfair sind, denn wir testen die Kinder mit Migrationshintergrund in ihrer Zweitsprache, was wir bei den Kindern ohne Migrationshintergrund nicht haben. Wenn wir Kultur fair, Kognition uns anschauen, sehen wir, dass Migrationshintergrund als Variable nach Kontrolle dieser anderen familiären Einflussfaktoren eigentlich nichts mehr erklärt. Gut, kommen wir zur Diskussion, zu den Schlussfolgerungen und zum Ausblick. Wir haben einige praktische Schlüsse als Forschungsgruppe formuliert, auch weil wir natürlich eine öffentliche Förderung haben und auch gesellschaftliche, aktuelle Fragen aufgreifen. Ich werde nicht alle Schlussfolgerungen vorlegen. Ich werde verweisen auf eine Zusammenfassung der ersten Ergebnisse und auch der Schlussfolgerungen, wo Sie das im Einzelnen nachlesen können. Ein erster praktischer Schluss lautet: Die Qualität pädagogischer Prozesse in den Einrichtungen ist unbefriedigend und sollte verbessert werden. Dabei sollten wir uns vorrangig konzentrieren auf Gruppen, Einrichtungen und Tagespflegestellen mit unzureichender Prozessqualität. Da war die Forschergruppe sich einig, angesichts des Ausbaus, das war ja auch jetzt wichtig, wir haben den Rechtsanspruch, wir haben den Ausbau von neuen Betreuungsformen, wir hatten die kritische Frage, geht Quantität zulasten von Qualität? Keine deutlichen Einbrüche in diesem 15-Jahres-Intervall, aber wir sehen, mit dieser Verteilung der Qualitätsparameter sind wir insgesamt unzufrieden. Eine weitere Schlussfolgerung: Die Qualität der Kindertagespflege verdient systematische Beobachtung. Wir sind so ein bisschen unschlüssig, wie wir unseren Befund deuten, aber richtig ist in jedem Fall, das ist jetzt ein systematischer, integraler Bestandteil unserer Betreuungsinfrastruktur, insofern müssen wir, die wir in der Frühpädagogik, in der Jugendhilfe, in der Kindheitspädagogik, wo immer wir uns mit dem System befassen, das ist unsere Überzeugung, stark mit der Kindertagespflege beschäftigen. Diese praktischen Schlüsse, die wir in der Gruppe jetzt gezogen haben, will ich nicht komplett jetzt vorlesen. Ich will auch solche, habe ich ausgewählt, zu denen ich auch Daten präsentiert habe. Ich will nochmal aus meiner Sicht und vielleicht auch aus der Sicht des DJI deutlich machen, welche praktischen Implikationen wir sehen.
Wir denken, dass wir unser Monitoring des Systems der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung doch erweitern sollten Indikatoren für die Prozessqualität. Dieses Monitoring erfolgt über den Bildungsbericht, über den Kinder- und Jugendbericht, der periodisch erscheint. Da wird die amtliche Statistik geschaut und wir sehen, wie ist die Nutzung der unterschiedlichen Betreuungsformen, und wir können auch grob nachzeichnen, wie ist denn der Zugang und die Teilhabe, gibt es Personengruppen, Bevölkerungsgruppen, die systematisch dort ausgegrenzt sind oder jedenfalls nicht Zugang haben, Kinder, die nicht Zugang haben zu diesem System. Wir sind gerade dabei, auf OECD-Ebene und EU-Ebene uns zu verständigen und auch in den Informationsaustausch zu gehen. Und die allgemeine Beobachtung auf europäischer Ebene ist es, dass uns so ein Monitoring, ein Qualitätsmonitoring fehlt. Und das sind Anstrengungen, erste Überlegungen, die wir jetzt auch in diesen internationalen Kontexten anstellen. Es braucht, gerade wenn wir diese großen Reformen, Weiterentwicklungen des großen Systems der Kindertagesbetreuung haben, auch den kritischen, empirischen Blick. Wir können nicht nur von den Annahmen leben, die unser Handeln leiten bei politischen Entscheidungen. Die Zielgruppen der Kinder mit nicht-deutschen Erstsprachen müssen wir systematisch fördern. Das Problem ist erkannt, aber mein Eindruck ist, dass wir bei dem Thema Sprachförderung, bei dem Thema interkulturelle Pädagogik bislang noch keine wirklich überzeugenden Konzepte haben. Und unsere Daten legen nahe, auch das haben wir in der Gruppe diskutiert, dass wir nicht nur Sprachförderung im engen Sinne forcieren sollten, sondern dass wir die Bereitschaft, den Kontakt, den Zugang, den Austausch mit den Familien, die unterschiedliche kulturelle Hintergründe aufweisen, erstmal anbahnen, intensivieren müssen. Wir haben den Befund, dass die Familie diesen dominanten Einfluss hat. Insofern wäre es, glaube ich, zu kurz gegriffen, allein über gute Angebote, um ein etwas veraltetes Wort zu gebrauchen, hier kompensatorisch wirken zu können. Kompensatorische Förderung bildungsbenachteiligter Kinder bleibt aber der große Anspruch. Auch hier, wir erleben, dass die Perry Preschool-Studie viel zitiert wird. Wenn man sich umschaut, ich habe mal bei Kollegen gefragt, kennt ihr in Deutschland Einrichtungen, die nach diesem Konzept arbeiten, nach diesem Curriculum? Das wird nicht aufgegriffen, es wird zitiert. Es wird als gutes Argument aufgegriffen, zu investieren. Da gibt es Berechnungen, $1 Investition in frühe Bildung hat die und die Rendite. Aber dass wir, und das sehen wir auch als Auftrag in unserem Institut, dass wir tatsächlich mal schauen und das aufgreifen und daraus lernen im Sinne von Modellprojekten. Was haben die denn da veranstaltet und kann man das nicht aufgreifen und systematisch nutzen? Das bleibt eine Anforderung für die praktische Arbeit, für die praktische Umsetzung. Zur Diskussion der Studie. Wir haben eine nicht repräsentative Verteilung auf der Zielkindebene. Wir haben nur retrospektive Daten zur Betreuungsgeschichte. Wir glauben, wir haben recht belastbare Daten zu Qualitätsparametern für institutionelle Betreuungssettings. Bei der Tagespflege haben wir, wie wir vermuten, verzerrte Daten. Wir finden also beispielsweise auch gerade in Ostdeutschland sehr hohe Erzieherinnenquoten bei den Tagespflegepersonen. Da lohnt nochmal der gründlichere Blick. Und was wir auch sagen müssen, wir haben jetzt unser Qualitätsmodell, das ja aus den Forschungen und Arbeiten zum Thema Qualitätsmanagement in Kitas kommt, mal adaptiert, angewandt auf Familien. Auch da muss man sehen, gibt es nicht geeignetere Modelle und auch sinnvollere Konstrukte, Anordnungen, um die Wirkung von Familie und auch das Zusammenspiel von Familie und außerfamiliärer Betreuung nochmal sauberer in den Blick zu nehmen. Die multiple Regression haben wir gewählt. Das ist eine Methode, Einflussgrößen statistisch zu trennen. Wir haben diese Variablenblöcke theoriegeleitet angeordnet.
Wir haben uns aber nur konzentriert auf Haupteffekte, also einfache lineare Zusammenhänge und Effekte. Wir haben keine Mediations-, also vermittelnden Prozesse, die ja in unserem Rahmenmodell postuliert werden, gefordert werden, behauptet werden, abgebildet in der Datenanalyse und auch keine Moderationsbeziehungen. Das heißt, hier steht noch einiges an Datenanalyse an, auch mit etwas geeigneteren und anspruchsvolleren Modellen. Kurz mein Ausblick. Ich denke, es lohnt auch dieses komplexe Zusammenspiel von Familie und außerfamiliärer Betreuung nochmal verfeinert in den Blick zu nehmen. Auch unter dem Gesichtspunkt, finden wir nicht kompensatorische Effekte, dass Kinder profitieren, bestimmte Zielgruppen besonders profitieren von der Teilhabe an früher außerfamiliärer Betreuung, insbesondere dann, wenn sie eine hohe Qualität hat. Und wir haben in unserem Rahmenmodell, ich weiß nicht, ob Sie es noch erinnern, gleich zeige ich es nochmal, neben der kindlichen Entwicklung als zu erklärende Größe auch das Funktionieren der Familie. Das sollten wir noch mal, müssen wir noch systematisch ausschöpfen, dieses Analysepotenzial. Und schließlich müssen wir auch die familiären Dynamiken aus einer systemischen Perspektive gründlicher in den Blick nehmen. Heißt also auch noch mal das Modell ein Stück weit abarbeiten, indem wir jetzt unten rechts schauen, was sind die Rückwirkungen auf das individuelle Befinden der Eltern, auf die Erwerbsmuster, die die Eltern realisieren können, auf das Familienklima, was seinerseits, das wissen wir, wieder Rückwirkungen hat, auch auf die Qualität des elterlichen Erziehungsverhaltens. Und wir müssen schauen, ob denn wir das, was wir zum Beispiel als Strukturmerkmale in der Familie hier in einen Block gepackt haben, ob wir das nicht nochmal sauberer und etwas elaborierter untersuchen, um auch diesen familiären Dynamiken Rechnung zu tragen. Hier ein Blick auf unsere Broschüre, die im Internet abrufbar ist. Die Quelle gebe ich gleich an und die Ankündigung, im Herbst werden wir mit der Buchpublikation erscheinen, Tietze und andere, Nubeck, nationale Untersuchung, wird erscheinen im Verlag Das Netz. Hier unten rechts finden Sie die Quelle im Internet. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kalicki, für diesen auch sehr kritischen Umgang mit einer eigenen Studie. Das finde ich sehr, sehr löblich und ist ja nicht immer der Fall. Also hat mir sehr gut gefallen. Herzlichen Dank dafür. Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit von Rückfragen, Nachfragen oder Bemerkungen. Bitte. Ich wüsste ganz gerne, oder könnten Sie ein bisschen illustrieren, was denn die Einzelitems sind, um die Prozessqualität zu beurteilen? Da ist ja das Ergebnis sehr schlecht ausgefallen, würde ich mal sagen. Also was wurde da im Einzelnen angeschaut? Also die Einzelitems der Kindergarten-Einschätzskala umfassen einerseits Merkmale der Gruppenausstattung, also gibt es Lesematerial, ist es verfügbar, gibt es Rückzugsräume für Kinder, wo sie auch sich entspannen können. Dann aber auch sehr stark die Betrachtung der Erzieherin-Kind-Interaktion, wie feinfühlig, wie sensitiv die Erzieherin ist. Wir müssen uns vorstellen, diese Erhebung findet statt in einem, durch eine Hospitation in der Gruppe. Die Erheber sind für 2-3 Stunden an einem Vormittag in der Gruppe, beobachten, protokollieren, kommen zu Einschätzungen. Und das sind dann aber auch nochmal globale Einschätzungen für diese längeren Episoden. Es sind die Erzieherinnen, also das pädagogische Personal in der Gruppe, die Gruppenerzieherinnen im Blick, bezogen auf die gesamte Gruppe, also nicht bezogen auf ein einzelnes Zielkind, also auch nicht bezogen auf unser Zielkind in der Nubeck-Studie. Die Studie ist so, die Skala ist so angelegt, dass ähnlich wie in der Rush-Skalierung,
hohe Werte nur dann erreicht werden können, wenn die niedrigeren Werte auch erfüllt sind und hohe Werte dann erreicht werden, wenn gerade diese Merkmale der Erzieherin Kind Interaktion auch gezeigt werden. Ja? Ja. Und einer erfährt ja eher zufällig etwas über diese Reaktionen in den Medien. Sie beobachten sie ja genau, wenn Sie in zwei, drei Sätzen zusammenfassen würden, was war der Tenor dieser Reaktion in den Medien. Zweitens, diese Art von Forschung verwandelt ja die Kinder sozusagen in ein Bündel von abhängigen Variablen. Das heißt, trivialisiert die trivialen Maschinen. Ist das unvermeidbar, forschungsmäßig? Drittens, was dabei herauskommt, ja, ist ja immer wieder, oder die biologische Agenda hinter solchen Forschungen war ja immer, wie kann man die familiäre Determination zurückdrängen. Das heißt, wie kann man verhindern, dass besser ausgestattete Kinder mehr lernen als schlechter ausgestattete Kinder und umgekehrt. Ja? Wird das immer so bleiben bei diesen Forschungen? Zumal es ja herauskommt, dass es nichts nützt. Ja? Okay, zum ersten Punkt. Was war das Medienecho? Es war unterschiedlich. Die Medien, die Redaktionen haben den Befund, dass die Qualität in den institutionellen Betreuungssettings nur mittelmäßig ist, aufgegriffen, herausgestellt. Das war von allgemeinem Interesse und wurde auch prominent platziert. Die Frage, welche Interpretationen angestoßen wurden, das ist ganz unterschiedlich. Es gab die Interpretation, dass die Kindertagespflege gut abgeschnitten hätte, was eine Fehlinterpretation der Daten ist, denn sie hat ähnlich gut, genauer gesagt, auch nur durchschnittlich gut abgeschnitten im Vergleich zu den institutionellen Settings. Da sieht man, dass solche Informationen genutzt werden, für ja, die eigene politische Agenda. Was wir durchaus auch formuliert haben, ist, wir finden, das habe ich jetzt hier nicht berichtet, dass bei den vierjährigen Kindern, die wir untersucht haben, dass ein früherer Eintritt in die außerfamiliäre Betreuung mit Profiten einhergeht. Wir haben bessere Sprachkompetenzen und bessere kommunikative Kompetenzen, die Kinder, je früher sie in die außerfamiliäre Betreuung kommen. Bei den zweijährigen Kindern können wir das nicht feststellen. Die sind relativ jung und die wir in den außerfamiliären Betreuungssettings haben, sind dies auch noch nicht lange. Diesen Befund haben wir so gelesen, dass wir gesagt haben, für die Kinder und die Familien, die sich entscheiden für eine außerfamiliäre Betreuung, können wir feststellen, das tut den Kindern gut, die profitieren davon. Und wir haben den gesagt, es sollte von der Politik nicht ein falscher Anreiz oder falsche Anreize gesetzt werden, Kinder von der aus frühen Betreuung und Bildung fernzuhalten. Das ist etwas, was natürlich auch angesichts der aktuellen Debatte zum Beispiel um das Betreuungsgeld von Interesse ist und unterschiedlich stark aufgegriffen wird. Wer interessiert ist an dem Medienecho, wir haben auf der DJI-Startseite ein Gespräch, ein thematisches Gespräch und auch das Medienecho dokumentiert. Für die nächsten Wochen. Das ändert sich monatsweise. Schnell klicken. Kinder zu betrachten als abhängig von solchen Variablen, Kinder nur in diesem Sinne zu untersuchen und zu reduzieren auf Variablen, ist unangemessen. Dazu braucht es in der Kinder- und Kindheitsforschung einen guten Mix von verschiedenen Methoden. Es braucht qualitative Untersuchungen, die sich anschauen, wie erleben Kinder einen Kita-Tag. Es braucht Studien, die Kindern eine Stimme geben, denn auch Kinder kann man befragen, was gefällt dir hier. Man kann ihr Verhalten, ihre Reaktionen lesen. Das braucht es. Umgekehrt, wenn wir so ein Betreuungssystem steuern, brauchen wir auch den geschärften, methodischen, systematischen Blick. Und es spricht vieles dafür, ich würde mich stark dafür einsetzen, auch das, was an forschungsmethodischem
Fachwissen da ist, anzuwenden. Denn Kindererziehung, Betreuungsfragen sind sehr anfällig für subjektive Überzeugungen. Und das zu versachlichen und tatsächlich Hypothesen zu bilden, die man empirisch abbilden will, auch in diesen Studien, die Kindheit und Entwicklung vermessen, Maße finden dafür, ist lohnenswert. Wir sehen, dass wir neue Informationen bekommen, dass wir einen Erkenntnisgewinn haben, auch wenn wir häufig dann mehr Anschlussfragen haben als die klaren, deutlichen Antworten. Trotzdem ist dieses Unterfangen, gerade auch in diesem Wechselspiel von Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, das Handeln gut informiert vorzubereiten, sicher lohnenswert. Dafür stehen wir, die Forschergruppe, stehen unsere Institute und Forschungseinrichtungen. Der dritte Punkt, da weiß ich nicht, ob ich Sie richtig verstanden haben. Sie sprachen davon, ob das immer so weitergehen wird, den Einfluss der Familie auf die kindliche Entwicklung zurückzudrängen. Einen starken Einfluss der Familie auf die kindliche Entwicklung gibt es. Das ist nichts, was wir beklagen. Das gilt als Diskriminierung. Was gilt als Diskriminierung? Als Benachteiligung gilt das, ja. Es wird als Benachteiligung bearbeitet. Diese Unterschiede, die durch unterschiedliche familiäre Voraussetzungen geschaffen werden. Man kann es anders lesen. Man kann sagen, schauen wir doch hier, es gibt hochgebildete, einkommensstarke Familien, denen gelingt es, ihre Kinder so zu fördern, dass die sehr gute Entwicklungsergebnisse haben. Das kann man tun, aber ich glaube, das ist nicht Aufgabe eines Sozial- und Wohlfahrtsstaats, dieses Ende der Verteilung sich anzuschauen. Gibt es da Ergebnisse, dass das Geld die halbe Kinder macht? Wir wissen, dass sozioökonomischer Status, dazu gehört Bildungshintergrund, Familieneinkommen, Erwerbsmuster der Eltern, systematisch verknüpft ist mit kindlicher Entwicklung. Wir wissen, dass Bildung sozial vererbt wird. Also gar nicht so sehr genetisch vererbt, sondern so wie wir ein Vermögen vermachen, ein Grundstück vererben, so werden Bildungsressourcen vererbt. Und das eine negative Perspektive für die Forschung. Das soll irgendwie, ist das ein bisschen früh, wenn ich recht verstanden habe, Wir geben uns nicht damit zufrieden, dass es bei den Entwicklungsbedingungen und Entwicklungsverläufen von Kindern diese starken Disparitäten, diese starken Unterschiede gibt. Damit geben wir uns nicht zufrieden. Nein, die außerpädagogische Erziehung soll diese Benachteiligungen aufheben. Aber sie tut es ja offensichtlich nicht. Tut sie es nicht? Ja. Also, zumindest kann man es so lesen. Und obwohl die Forscher selbst einen gegenläufigen ideologischen Trend in ihre Forschung hineingelegt haben. Und das ist ja schon erstaunlich. Also die Fragen, die Sie aufwerfen, glaube ich, können wir nicht gut anhand meines Vortrags und auch nicht gut anhand dieser knappen Zusammenfassung der Studienergebnisse diskutieren. Dafür hat ja die Wissenschaft, das muss man auch herausstellen, die Tradition, dass sämtliche Entscheidungsschritte in so einem Forschungsprozess sauber dokumentiert und gut begründet werden. Insofern müssen wir uns noch vertrösten auf den Herbst, wenn die Buchpublikation herauskommt. Dann stellen wir unsere Studie zur Diskussion, bieten Breitseiten für methodische Kritik, für Ideologiekritik und freuen uns auf diese Auseinandersetzung. Kann man sagen, ab 3 Jahren oder so ist es besonders gut? Nee, also zum einen, was wir mit unseren Methoden recht grob abbilden können, ist, ob es lineare Effekte gibt. Also im Sinne, je früher, desto. Wenn man sich anschaut, wie dann die einzelnen Werte zusammenhängen, dann ist das mit dem Auge, wenn man wo wir eine Linie zeichnen, wo einzelne Punkte liegen, ist das eigentlich eine Wolke.
Also wir könnten gar nicht gut sagen, ab wann es jetzt geeignet ist. Viel wichtiger ist, das zeigen andere Studien, dass es sehr stark auf die individuelle Passung von familiären Bedürfnissen, Orientierung der Familie ankommt, von einerseits Lebensplänen, auch den gewünschten Erwerbsmustern von beiden Eltern und der Frage, wie ist die kindliche Entwicklung. Auch da lohnt der Blick. Pauschale Aussagen, dass für alle Kinder als Faustregel eine bestimmte Betreuungsform oder ein bestimmtes Eintrittsalter oder ein bestimmter Betreuungsumfang gut wäre, das geben unsere Studien nicht her. Sie sprechen, zeigen eher, dass man dies genau in den Blick haben soll. Und auch hier ist unsere Strategie ja nicht, dass wir jetzt Sozialplanung machen und für die Familien im Prinzip vorschreiben wollen, sondern es gilt, sinnvolle Optionen den Eltern zu bieten, sinnvolle Optionen, die es ermöglichen, die verschiedenen Bedürfnisse, was Betreuung, Bildung, Erziehung, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf Elternseite und frühkindliche Bildung angeht, dies miteinander in Einklang zu bringen. Wir haben den positiven Effekt eines früheren Eintritts bei den Vierjährigen gefunden. Ja. Und es war ganz kurz, haben die Geschlechtsunterschiede gefunden? Nee, kaum. Also wenn man nochmal genau hinschaut in bestimmte Gruppen, also auch die verschiedenen Migrantengruppen, findet man Geschlechtsunterschiede. Aber das habe ich jetzt hier auch vernachlässigt. Sie haben gerade einmal darauf verwiesen, dass der Datensatz nicht so ausgeschöpft worden ist, wie Sie das vielleicht auch selbst gerne gehabt hätten. Sie haben dann nochmal auf die Regression hingewiesen. Können wir jetzt davon ausgehen, dass Sie im Grunde genommen nochmal mit einem anderen Modell neu rechnen und noch tiefer in die Daten einsteigen können? Weil das ist ja immer so ein Problem, wenn es am Projekt zu Ende oder? Ja, nee, das werden wir in jedem Fall tun, sowohl mit Blick auf unsere Kernfragestellungen, wie auch mit Blick auf eine Reihe von Fragestellungen, die wir im Hinterkopf hatten, aber heute noch gar nicht angesprochen haben und erwähnt haben. Dazu wird es Einzelveröffentlichungen geben, einige sind schon in Arbeit und das wollen wir in jedem Fall erreichen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei Ihnen, Niki, ganz herzlich auch bei dem Publikum. Sie haben gerade in der Anfrage des Kollegen geantwortet, es bedarf vieler unterschiedlicher Settings der Forschung. In der nächsten Woche erleben wir etwas ganz anderes. Da kommt Ursula Stenger und beschäftigt sich mit der Krippe als Raum ästhetischer Erfahrung anhand von Videobeispielen. Wir werden also in der nächsten einen ganz anderen Forschungsansatz mit ganz anderen Ergebnissen sehen und so auch mal etwas, ich sag mal, in die Differenz, die Sie gerade angesprochen haben, die bildet sich hier dann teilweise auch ab. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Dankeschön.